Ich grüße Sie herzlich, erstens. Zweitens möchte ich Sie gerne mitteilen, was ich mit meinem Kunst erreichen möchte. Und zwar, ich sehe das einfach als, wie soll ich sagen, als heilende Pflaster für die Seele. Also das ist für mich wie eine Heilung, wenn ich male. Und ich würde gerne das mitteilen. Und einfach, ich möchte gerne meine Emotionen ausdrücken mit Kunst. Und ich hoffe, Sie werden einfach genauso wie ich begeistert sein von unseren farbigen Kunstwerken. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Konstantin. Ihnen auch. Das ist zum ersten Mal, dass Sie in Deutschland ausstellen. Das stimmt, ja. Wie ist das denn eigentlich, haben Sie das Gefühl, in Deutschland auszustellen? Sie kommen ja aus Schweiz, und was ist das für heute Abend für Sie was Besonderes? Erstens, was besonders war, dass ich mit zwei so sehr guten Künstlern ausstellen dürfte. Und ich spüre Unterstützung, auch wenn ich nicht so viel Erfahrung habe oder auch wenn ich nicht so, also gar nicht bekannt bin, so wie soll ich das sagen. Ich spüre, dass man dich einfach helfen will, deinen Weg zu finden in Kunst. Das war ein Traum von mir, seit ich klein war. Also ich wusste immer, dass ich Kunst machen will. Aber ja, irgendwie hatte ich die Möglichkeit nicht, das zu studieren, als ich klein war. Also mein Vater hat es mir das irgendwie nicht erlaubt, Kunst zu studieren. Er meinte, ich muss irgendwas Vernünftiges machen und ich soll das als Hobby halten. So. Und ich habe bis jetzt, also ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich habe bis vor kurzem das immer bereut. Und ich dachte, ich kann das nicht machen, nur weil ich keine Kunstschule habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich werde probieren trotzdem. Und ich werde mir Mühe geben und ich werde mich so viel verbessern, bis ich das schaffe. Und ja, am Anfang war das einfach, ich war stellvertretende Filialleiterin eigentlich, bis letztes Jahr. Und ja, ich hatte natürlich Stress bei der Arbeit. Dann habe ich mir ein Mittel gesucht, um meinen Kopf frei zu bekommen, um diesen Stress wegzukriegen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich kann ein bisschen malen. Ich werde einfach das als Therapie machen. Und am Anfang war es auch, deswegen sage ich ja, ich finde Kunst ist so wie Pflaster für die Seele, weil man kann Therapie machen mit Kunst. Und ja, gab es so bei uns in meiner Filiale, wo ich gearbeitet habe, gab es so einen Wettbewerb zwischen den Filialen in ganz Schweiz. Wer hat die schönste Dekoration zu Weihnachten? Und dann habe ich zu meinem damaligen Chefin gesagt, weißt du was, ich male für uns ein ganz schönes Bild mit Weihnachtsmann und unsere Filiale und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte, mach das. Und dann habe ich gemacht, die waren alle so begeistert, die haben gesagt, hey, was bist du jetzt, ein Picasso? Seit wann kannst du es malen? Und ich meinte, ja, es ist nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Bild. Und weil ich diese Begeisterung gesehen habe von anderen Menschen, habe ich mir gedacht, vielleicht soll ich weitermachen. Dann habe ich so als Hobby das gemacht, neben meinem Job. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss einfach 100% da sein. Entweder das. Ich musste mich entscheiden, willst du Karriere als Filialleiter machen, weiter? Oder willst du riskieren und auf diesem Weg gehen? Und ich habe es riskiert. Das war's. Wie fühlen Sie sich denn jetzt auch, dass Sie diese Bestätigung bekommen haben? Also stolz. Ja, also das gibt mir Mut,
weiterzumachen. Weil ich brauchte so eine Bestätigung. Weil ja, du kannst irgendwelche Sachen malen, die man einfach als, nur als Dekoration nimmt, aber ich wollte mehr. Ja, also das ist gut für mich. Warum sind Sie denn zu Preschmenart gekommen? Weil ich habe mich jede Woche überall beworben, als Künstlerin. Und irgendwann war ich auf YouTube, habe ich mir Videos angeschaut mit so Sachen wie kannst du als Künstler schaffen und so. Und ich habe eine Werbung bekommen auf YouTube mit Preschmenart Galerie. Wir sind offen für neue Künstler und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, ja, dann mache ich auch hier mit. Ich habe nichts zu verlieren. Und so war es eigentlich. Und eigentlich, ich war sehr überrascht, dass die Antwort positiv war. Also ich habe das nicht erwartet. Waren Sie denn selbst nicht so sicher? Also es geht nicht um Sicherheit, aber viele haben es gesagt, wenn du ganz am Anfang bist, dann so sagen wir bis 2 Jahre, sagt man, nimmt dich keiner ernst. Du brauchst ungefähr vielleicht 2 Jahre, bis jemand dich ernst nimmt im Kunst. Ich wollte das aber einfach nicht glauben. Ich habe einfach weiter mitgemacht. Ja, so war's. Und sind Sie jetzt ernst genommen worden? Ich hoffe schon. Also ich hoffe. Was ist das für ein Gefühl? Ich meine, die anderen Galerien oder woanders, sind die abgelehnt worden? Sind die denn spießig? Oder was ist denn auch so deren Kriterien, dass man auch so eine sagt, du bist nicht dabei und ja, ich sage eine Ihnen, Möglichkeit? Genau, ja. Also meistens war die Antwort, wir brauchen keine neuen Künstler. Wir arbeiten einfach nur mit unseren Künstlern. Oder wir brauchen Künstler, die schon irgendwas erreicht haben. Und genau das ist es. Wie solltest du was erreichen, wenn dich keiner unterstützt? Ja, genau das ist es. Ja, ja, und ja, gab es natürlich Momente, wo ich vielleicht aufhören wollte. Für nur ganz kurzen Moment. Und dann habe ich mich einfach schlecht gefühlt und ich hatte das Gefühl, ich muss einfach weitermachen, egal. Irgendwann schaffe ich trotzdem. Ungefähr so. Und deswegen bin ich froh, dass solche Galerien wie Ihre gibt, dass Künstler wie ich unterstützt. Also, das finde ich sehr toll. Wir können nicht mit unserem eigenen Geschmack nur die Künstler suchen, sondern die Künstler müssen die Möglichkeit haben, genau, dass das Publikum ja gut oder schlecht findet. Genau. Also wir sind nur halt eine Plattform, ein Ausbildung. Ja, aber genau das braucht man. Genau das brauchst du. Du kannst nicht dann ans Publikum gehen, wenn du keine Möglichkeiten hast, wenn dich keiner unterstützt. Wir werden sicherlich da, Frau Konstantina, sehr viele neue Werke bei uns sehen. Dann heißt das, dass Sie weiterhin gute Bilder malen müssen, dass wir unser Publikum wieder überzeugen. Also mache ich gern, das ist sowieso meine Leidenschaft. Ich träume für das, wegen das. Ja, ja. Ich wünsche für Ihre Zukunft viel, viel Erfolg und wir werden uns wiedersehen. Danke vielmals, ja, gerne. Dankeschön.